Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Famia. Ihr seid zurück. Hervorragend. Habt ihr Xukas gefunden? Irgendwelche Neuigkeiten über meine vermissten Erkunde? Wir haben eure Freunde noch nicht gefunden, aber wir glauben, dass sie von der Schwarzgarde verschleppt wurden. Die Schwarzgarde? Diese Schläger mit den schlechten Manieren bringen den schlimmsten Ärger. Ich habe noch mehr unwillkommene Neuigkeiten. Unsere Gefährten Sadasa und Kirstalet werden nun auch vermisst. Sadasa ging los, um ihre eigenen Nachforschungen anzustellen. Kirstalet beschloss, sie zu begleiten. Wir werden sie finden. Xukas glaubt, dass wir vom Stamm der Todwasser mehr erfahren könnten. Wirklich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns voller Begeisterung unter die Arme greifen. Aber ich vermute, Xukas wird das am besten wissen. Würde es euch etwas ausmachen, das, was ihr in Erfahrung bringen konntet, noch mit jemand anderem zu teilen? Die Hauptgönnerin von Cyrodiilische Sammlungen wartet oben. Eure Gönnerin? Wer ist das? Große Güte, ich habe sie bisher noch nicht einmal erwähnt, oder? Ihr Name ist Cassandra, eine reiche Antiquarin von immensem Ruf. Sie ist eine Partnerin von unschätzbarem Wert, genau wie ihr. Wenn ihr mir einfach nach oben folgen würdet, könnte ich... Oh, wartet, da ist sie ja schon. Wo? Ist das die Abenteurerin, von der ihr sprach, Famia? Ausgezeichnet. Seid gegrüßt. Ich bin Cassandra. Entschuldigt, dass es so lange gedauert hat, bis wir uns kennenlernen. Famia hat mir alles über eure Heldentaten im Xanmeer erzählt. Wo wir gerade von Heldentaten sprechen, vielen Dank für das Aufspüren unserer verlorenen Erkunder. Die Schwarzgarde hatte sie entführt, oder? Das glauben wir. Bald sollten wir Gewissheit haben. Sehr gut. Ich hoffe, dass ihr Vorsicht walten lasst. Die Schwarzgarde ist nicht sehr klug, aber was ihr an Intellekt fehlt, macht sie mit roher Gewalt wieder wett. Unser Freund Xukas ist trotz all seiner guten Seiten kein Krieger. Wir werden ein Mitglied des Todwasserstammes mit dem Namen Jax Sig-Orn treffen. Vielleicht kann sie helfen. Ja, Jax Sig-Orn ist mir bekannt. Eine sehr stolze Kriegerin. Hoffentlich nicht zu stolz. Wenn wir ein gemeinsames Ziel mit dem Todwasserstamm haben, ergibt es nur Sinn, zusammenzuarbeiten. Kompromisse und gemeinsame Anstrengungen sind das Herz aller großen Unternehmungen. Daran werde ich denken, wenn ihr mich jetzt entschuldigt. Xukas wartet. Lebt wohl. Schwarzgardisten, unwillkommene Neuigkeiten, nicht wahr, Peitschenschwanz? Ich kümmere mich darum. Gebt mir 2 Stunden. Nein, nein. Unsere neue Freundin hat die Lage gut im Griff. Ja, das will ich hoffen. Peitschenschwanz, was für ein Name. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Der ist immer komplett woanders. Immer da, wo ich nicht glaube, dass er ist. Auch schon wieder. Irgendwo beim Wegschwein. Verrotten. Schlachten wir die Kinder des Dominions in ihren Betten ab? Das ist doch... Hallo? Geht's doch? So, er müsste eigentlich direkt hier sein. Ich sehe aber jetzt nur die andere. Achso, da hinten. Ach Gott, wer keine Augen im Kopf hat. Willkommen in meinem Heim, Beko. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Ich habe ein Treffen mit meiner Todwasserfreundin Jax Sig-Orn anberaumt. Sie ist sehr stolz. Daher müssen wir sanft wie ein Lüftchen sein. Sind wir das nicht, wird es wohl ein kurzes und wahrscheinlich blutiges Treffen. Ich verstehe. Ich habe Famia und ihrer Gönnerin Cassandra den Plan dargelegt. Cassandra? Ja. Famia und ihr musstet mit ihr sprechen, schätze ich. Ich bin froh, dass sie die Weisheit darin erkennt, mit dem Stamm der Todwasser zu reden. Cassandra hat viele Schwächen, aber Dummheit zählt nicht dazu. Ihr kennt sie gut? Was sind denn ihre Schwächen? Muss ich sie für euch beschreiben? Sie trägt ihre Schwächen wie ich meine Federn. Cassandra ist Vexovit. Ihr würdet Etepetete dazu sagen, glaube ich. Nun,
Das würdet ihr wahrscheinlich nicht sagen. Das ist ein sehr albernes Wort. Aber ihr wisst, was ich meine. Sie ist sehr eigen. Wie das? Für Cassandra ist die ganze Welt ein Durcheinander. Sie liebt klare Kanten und gerade Haltungen und sortiert die Dinge gern sauber in winzige Schubladen ein. Eine sehr trockene Lebensführung. Aber wer bin ich, darüber zu urteilen? Sie hält mich wahrscheinlich für faul, weil ich 14 Stunden am Tag schlafe. Och, das ist doch gesund, ich meine, ne? Danke für das Wissen. Wir sollten los. Also 12 Stunden ist ja schon das Äußerste, aber 14 Stunden ist vielleicht auch ein bisschen viel. Und schon wieder die andere Richtung. Das sieht man dann natürlich überhaupt nicht auf der Karte. Also auf der Minimap zumindest nicht. So, seid ihr das? Mir wurde gesagt, dass das eine Rundreise zu den wundersamsten Geheimnissen von Trübmoor werden würde. Und kein Marsch durch einen eintönigen Sumpf. Hatte ihre Durchlaucht nicht erkannt, dass Trübmoor ein Sumpf ist? Was hätte sie sonst erwarten können? Moment. Ihr seid gar nicht mein Treffpunkt, oder? Ach, gucke mal. Ich bin beim Falschen. Hi. Ich sehe ihr herannahen. Ihr lasst mich zu lange warten, Xukas. Der Todwasserstamm führt Krieg gegen die Schwarzgardisten, ja. Ich jage sogar gerade einen von ihnen. Aber wir brauchen und wollen eure Hilfe nicht. Nun... Geht in eure Küstenstadt zurück, Oyel. Sonst frisst euch der Sumpf. Ja, aber wir brauchen eure Hilfe. Also ist es wahr. Die Schwarzgarde nimmt auch vom Todwasserstamm Geiseln. Wie ich schon sagte, Jaxik ist sehr stolz. Aber sie wäre eine wertvolle Verbündete, wenn wir sie überzeugen könnten, uns zu helfen. Zu schade, dass sie wegläuft, ja? Wenigstens haben wir eine Spur. Eine Spur? Ja, sie meinte doch, sie würde gerade einen Schwarzgardisten jagen, richtig? Habt ihr gesehen, wie sich ihre Halsflossen dabei spreizten? Wie ihre Pupillen sich weiteten und ihr Schwanz sich versteifte, als sie sich zum Gehen wandte? Ihre Beute ist ganz in der Nähe. Wir brauchen ihr nur zu folgen. Klar habe ich das gesehen. Auf solche Kleinigkeiten achte ich immer, gerade bei Argonian. Wie sollen wir das eurer Meinung nach anstellen? Wir jagen die Jägerin. Wir durchforsten den Sumpf nach gebogenem Schilf und abgeknickten Farnwedeln, die sie auf ihrem Weg hinterlässt. Diese Spur sollte uns irgendwann zu Freundin Jaxik und den Schwarzgardisten führen, die sie jagt. Ganz einfach, denke ich. In Ordnung, bleib dicht hinter mir. Geht in die Hocke, Beko. Sucht nach umgebogenen Stängeln, abgerissenen Blättern und matschigen Fußstapfen. Sollte leicht sein. Jaxik Orn flüchtet niemals vor Gefahr. Sie geht stets darauf zu. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, warum der jetzt die Blumen markiert hat, weil die sind doch weder abgebrochen noch sonst irgendetwas, aber die sind auf jeden Fall unsere Spur. Entsprechend folgen wir dieser Spur mal. Aber wohin? Ah, Moment. Da geht's noch weiter. Was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt über so eine... Nö, können wir einfach so drüber laufen. Okay. Hallöchen, mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Ich muss hier nur mal eben rum. So, die beiden sind sich am Streiten, das ist immer gut. Oh, das ist nicht gut. Ja, natürlich. Aber ich bin ja auch falsch, ne? Ich muss da hinten rum. Moment. Kümmert ihr euch mal darum? Ich muss die Spur wieder finden. Theoretischerweise müsste ich ja eigentlich auch den Blumen nur folgen, ne? Ich hab schon gesehen, da hinten leuchtet es auf. So, hier leuchtet es noch. Hier nicht mehr. Hä?
Wieso stehe ich denn jetzt wieder? Hier hat es doch gerade noch geleuchtet. Wieso? Jetzt leuchtet es da hinten doch wieder? Ach, da oben jetzt rum. Okay, hier einmal rum, dann den Berg hoch. Hier sind Gegner, aber da hinten ist noch eine Blume mit ein bisschen Glück. Finden wir dort keine Spur. Okay, dann müssen wir in die andere Richtung. Ich hoffe, die bleiben jetzt einfach stehen. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen. Ich will jetzt den Spuren hier folgen. Jaksik, nähert euch vorsichtig. So, jetzt kann ich wieder was näher ranmachen. Ich knirsche mit den Zähnen. Kein Thema. Es ist entweder töricht oder verrückt, einer Totwasser-Karl zu folgen. Zu Jay meint, Narren und Irre bluten beide rot. Ich werde mich wiederholen. Einmal. Ich brauche eure Hilfe nicht. Ich jage diese Schwarzgardisten allein. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Geht. Wir gehen nirgendwo hin. Die Oyel bleibt standhaft, tapfer oder dumm. Ein Schwarm flachzahniger Schwarzgardisten hat Zuflucht in dieser Schlucht gesucht. Sie haben sich einige meiner Eigeschwister und auch eure Freunde gegriffen und sie in Käfige geworfen. Jetzt werden Zoye und ich diese Grels in Stücke hacken. Wenn sie Famias Erkunder haben, haben wir einen gemeinsamen Feind. Ich verenge die Augen zu Schlitzen. Ihr und der Hellhals wollt euch mir bei diesem Überfall anschließen, anstatt die Knochen sauber zu picken, sobald die Arbeit getan ist? Schön. Verbrennt die Wagen. Zerschmettert ihre Vorräte. Tötet alle, die Widerstand leisten. Wenn alles in Schutt und Asche liegt, reden wir weiter. Noch nicht. Ihr müsst mir erst noch ein paar Fragen beantworten. Ihr und Xukas habt so viel Freude daran, eure Zungen peitschen zu lassen. Schön. Was wollt ihr wissen? Wer ist dieser Zoye, von dem ihr immer zu redet? Zoye ist meine Waffe. Gefertigt aus den Knochen und Zähnen meines gefallenen Eibruders. Viele Bestien und Oyel haben ihren Biss schon zu spüren bekommen. Nun wird es auch diesen Wilden von der Schwarzgarde so ergehen. Dann spricht eure Waffe also zu euch? Sprechen? Nein. Zoye schreit. Ohne Unterlass. Blut, Angst, Ruhm. Für Zoye ist alles nur Fleisch. Was könnt ihr mir über diese Entführer erzählen? Die Schwarzgarde? Ich balle die Faust. Schwarzgardisten sind schlaffschwänzige Wilde. Größtenteils ehrlose Naga, die im Schwarzrosengefängnis nisten. Feiglinge, denen Metallmünzen mehr wert sind als Wasser. Wenn sie sich in das Revier der Todwasser verirren, töten wir sie. Entführen sie oft Mitglieder eures Stammes? Nein. Ich werde diese entführten Krieger retten, aber sie werden einiges zu erklären haben, wenn sie wieder im Todwasserdorf sind. Wenn Rajkal Selan einen seiner Wutausbrüche hat, werden sie sich noch wünschen, nie gerettet worden zu sein. Rajkal Selan? Der Kriegshäuptling des Todwasserstamms. Er ist alt und übellaunig. Er vergibt einem so manches, wenn es ihm passt. Doch das ist nur selten der Fall. Es gibt nur wenige Häuptlinge, die besser sind als Selan. Was ist mit euch? Ich muss wissen, an wessen Seite ich kämpfe. Wer seid ihr wirklich? Ungeduld lässt meine Stacheln rascheln. Ich bin Jaksik Orn, Todwasser-Karl. Das wisst ihr doch bereits. Warum bittet ihr mich, etwas zu wiederholen, das ihr schon wisst? Ich weiß kaum mehr von euch als euren Namen. Ich blinzle. Xukas hat euch nicht mehr erzählt? Das ist überraschend. Xukas Mundwerk wird nie müde. Ich bin eine Kriegerin. Zoye und ich jagen und töten die vielen Feinde des Stamms der Todwasser. Mehr gibt es nicht zu sagen. Dann weiß ich jetzt genauso viel wie vorher. Xukas hat mir erzählt, dass ihr beide Freunde seid.
Xukas und ich sind keine Freunde. Eine Nagakal hat keine Freunde, nur Verbündete und Opfer. Xukas ist oft ein Verbündeter, weshalb es ihm erlaubt ist, im Todwasserdorf zu sprechen. Eine große Ehre. Im Krieg ist er jedoch kaum ein Verbündeter. Das ist Heiwei. Sonderbar. Und auch lästig. Okay, keine Fragen mehr von mir. Schlagen wir ein paar Sachen kurz und klein. Endlich seid ihr zur Vernunft gekommen. Zeigt die Zähne, Oyel. Die Jagd beginnt. Dann wird also gekämpft? Das tue ich am besten aus den Schatten heraus, Beko. Die Front überlasse ich euch. Ich sollte eigentlich Sachen zerschlagen. Sowas wie Vorratskisten zum Beispiel. Kommen wir hier runter? Oh. Oder Vorratswagen. Wobei ich die jetzt verbrannt habe, nicht zerschlagen habe. Aber egal. Okay, dich muss ich wohl angreifen. Fresst Schlamm, Trockenhaut. Genau, fresst Schlamm. Zack. Stand doch gerade was. Achso, mit Sack durchsuchen. Achso. Achso, ich soll noch mehr. Ja. Ich dachte, es war nur vier. Es war aber nur das erste. Basti, geh mir doch mal aus dem Weg hier. Ich muss was verbrennen. So, Moment. Da hinten sind auch noch welche, ne? Ah, da muss ich dich doch weghauen. So. Nein. Ist aber auch blöd anzuvisieren, ne? Hier vorne haben wir noch was. Zack. Die Sachen nehmen wir natürlich mal eben mit. Braucht ja keiner mehr. Eine Sache haben wir noch. Vorratskisten höher. Ah, hier. Hallöchen. So. Nee, wir haben doch noch mehr. Wir haben noch drei Sachen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das richtig sehe. Ich laufe mal außen rum, dann geht's schneller. So. Da ist noch eine Kiste. Nehmen wir natürlich alles gerne mit, was wir hier haben. Da können wir gar nichts mitnehmen. Okay, dann halt nicht. So, die Sachen können wir auch noch mitnehmen. Hier oben denke ich mal. Ja, genau. Die müssen wir erst... Ihr seid es. Ifra sei Dank. Bitte holt uns hier raus. Verlauft, ihr Schlammbeine. Sadasa hat genug von diesem Ort. Dann sind diese Trockenhäute also doch zu etwas gut. Ich hasse diesen Sumpf. Ich komme nie mehr her. Ach, sie ist das, oder? Es heilt... Nee, Moment, das ist sie doch gar nicht. Das ist doch jetzt eine andere gewesen, oder nicht? Bin ich jetzt doof? Das war doch nicht die eine hier, die befreit... Also, ich habe sie ja im Endeffekt befreit, aber die den Typ kaputt gemacht hatte. Ich muss dahinter. Komme ich denn von hier aus? Wahrscheinlich unten rum, ne? Ja, dachte ich mir schon fast. Aber bitte ohne kaputt zu gehen. Oh, ja, der war ja perfekt auf dem Ast drauf gerade. Aber sowas von. So, eigentlich sollte... Tretet beiseite, Hellhals. Die hier gehört dem Todwasserstamm. Was geht hier vor sich? Die ist uns bekannt, Oyel. Eine Schwarzgardistenwilde, die den Überfall auf unser Volk angeführt hat. Im Namen unseres mächtigen Hists werde ich sie nun zerstückeln. Wenn ihr mit ihr sprechen wollt, dann macht es rasch. Soyei ist durstig. Und Sitis wartet. Ihr werdet eine gefesselte Gefangene ermorden? Ich verdrehe die Augen.
Ermorden? Wenn ihr einen Fisch ausnehmt, ist das dann Mord? Nein. Ihr habt nur Einwände, weil dieser Fisch aufrecht geht und ein Gesicht hat. Die Oyel ist ein Tier. Ein törichtes noch dazu. Der Totwasserstamm darf solche Tiere nicht am Leben lassen. Meint ihr nicht, dass das Folgen nach sich ziehen wird? Ich zeige die Zähne. Eine Naga betet jeden Tag um derlei Folgen, Außenstehende. Schwarzgardisten schlängeln sich oft in das Revier der Totwasser. Zu oft. Wenn sie diese Oyel zerstückelt vorfinden, wird sie das vielleicht endlich in ein offenes Gefecht locken. Dann ziehen wir ihnen die Haut ab wie Welsen. Also es tut mir ja wirklich leid, aber ich werde so ein bisschen getriggert, weil irgendwie dieses ganze Gesicht, das ist so ein bisschen... Kennt jemand von euch Lurchi? Ich meine, der hieß Lurchi. Das ist von einem Schuhgeschäft gewesen. Der ist zwar schwarz-weiß und schwarz-gelb, glaube ich, gewesen, aber irgendwie, das triggert mich. Die sieht so ähnlich aus. Wie immer sehen Jaxiks funkelnde Naga-Augen nur Rache und Zerstörung. Ich sehe Gelegenheiten. Diese Schwarzgardistin ist eine Überlebende. Überlebende sind nützlich. Wenn sie zu ihren Schwertverwandten mit Geschichten darüber zurückkehrt, was sie hier sah, vermeidet das vielleicht zukünftige Angriffe. Ihr wollt eine Entführerin freilassen? Ha! Wie schnell Jaxik vergisst, dass sie selbst eine Entführerin ist. Die Schwarzgardisten kennen den Stamm der Totwasser nicht so gut wie ich. Lasst diese Trockenhaut ihre Geschichte erzählen. Indem wir eine verschonen, versetzen wir 100 in Schrecken. Eine uralte Taktik, Beko, aber eine sehr effektive. Ehrlich gesagt kenne ich auch nur diese Taktik. Die andere kann vielleicht auch in gewissen aggressiven Stämmen, sage ich jetzt mal, wirken. Aber diese Taktik kenne ich so aus Kriegen und so weiter, aus dem Mittelalter. Deswegen... Ich will diese Gefangene verhören, bevor ich irgendeine Entscheidung treffe. Diese Argonier sind verrückt! Bitte, ihr dürft sie mich nicht töten lassen! Ich ergebe mich! Ich hatte nichts mit der Entführung der Leute dieser Echse zu tun! Ich schwöre es! Fangt an zu reden. Was wollte die Schwarzgarde mit diesen ganzen Gefangenen? Woher zum Vergessen soll ich das wissen? Es kamen eben von oben die Befehle, die Gefangenen zu bewachen. Ich habe nicht gefragt, wieso. Vielleicht hätte ich das tun sollen, aber ich habe zu Hause eine Tochter. Wenn ich die Befehle nicht befolge, hungert sie. Ich hatte mit diesen Entführungen nichts zu tun. Ich sage die Wahrheit. Es ist unfair, dass die jetzt die Karte mit Kindern spielen. Ihr werdet schon ein bisschen überzeugender sein müssen. Gibt es sonst noch etwas, was ihr mir sagen könnt? Bei Maras Gnade. Ihr würdet diese Naga eine Gefangene ermorden lassen? Nun... Lasst mich doch nachdenken. Na schön, es gab da jemanden, der ein paar der Gefangenen bei einem Verhör richtig in die Mangel genommen hat. Es ging um irgendein Residuum. Ja, das Residuum von Argon. Er fragte jeden danach, sogar die Naga. Das Residuum von Argon? Ja, vielleicht irgendein argonisches Relikt. Ich habe wirklich keine Ahnung, was dieses Residuum ist. Dem Vernehmen nach gibt es jemanden mit einer prallen Geldbörse, der bereit ist, ein Vermögen für jedes weiterführende Wissen zu bezahlen. Aber mehr weiß ich nicht. Bitte, macht meine Tochter nicht zu einer Waise. Ich kann mir schon vorstellen, wer das ist, beziehungsweise ich meine zu wissen, wer das war. Ich muss darüber nachdenken. Wenn ich ihn jetzt wähle, wird sie freigelassen, oder? Hoffe ich mal. Die Schwarzgarde sucht also nach dem Residuum. Das sind schlechte Neuigkeiten. Trotzdem wird es keine Leben retten, wenn eine gefesselte Gefangene getötet wird. Freundin Jaxik hält das für Gerechtigkeit. Das ist es nicht. Lasst die Schwarzgardistin frei. Verschont ein Leben und wir können womöglich viele andere retten. Wie könnt ihr euch so sicher sein, dass sie nicht noch mehr Leute entführen wird? Ich kann mir da nicht sicher sein. Doch das ist nichts Schlechtes. Nichts führt zu mehr Todesopfern als der Drang nach Gewissheit. Ihr habt viele Schwarzgardisten getötet und ihrem Vorhaben ein Ende bereitet. Lasst diese Trockenhaut ihren Freunden davon berichten. Dann werden sie wissen, was Angst ist. In Ordnung. Sie kann gehen. Tapfer, Oyel. Aber töricht.
Dank! Ich bin fertig mit der Schwarzgarde. Ihr habt mein Wort. Aber erzähle es ihnen trotzdem vorher noch. Ihr habt die richtige Wahl getroffen, Beko. Vielen Dank. Dann haben die Oyels also vom Residuum von Argon erfahren. Das ist verdrießlich. Was ist das Residuum von Argon wirklich? Etwas, worüber ich nicht reden kann. Nicht jetzt. Kehrt zu Famia zurück und erzählt ihr hiervon. Sie ist eine Freundin der Saxleel, aber das Residuum ist nicht irgendein steinerner Kelch oder goldenes Götzenbild. Es ist etwas viel Größeres und viel Gefährlicheres. Nun gut, ich werde es Famia erzählen. Ich zische vor Wut. Wie erfuhren diese Oyel-Bestien vom Residuum? Wir finden es heraus, Jaxik, sofern ihr sie nicht alle tötet. Ja, hat was, diese Aussage. Ich würde sagen, damit die Folge jetzt nicht komplett überhand nimmt hier, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge direkt bei Famia, hieß sie, glaube ich, wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.